Willkommen in Thailand. Unser Wohnzimmer, da schneide ich meine Videos. Schlafzimmer Nummer 1, Badezimmer Nummer 1. Oh, der Toilettendeckel ist noch oben. Hups. Schlafzimmer Nummer 2 und Badezimmer Nummer 2. Also Freunde, ich bin immer noch nicht so richtig gesund, aber ist scheißegal. Ich habe mir ordentlich Medizin reingepfiffen und hoffe, dass ich den Tag jetzt irgendwie überstehen kann und euch ein grandioses Video biete. Wir haben auf jeden Fall richtig, richtig heftige Bikes gemietet. Also wenn ihr denkt, wir haben da irgendwie Kosten und Mühen gescheut, nein. Wir haben das krasseste der krassesten Motorräder hier rausgesucht. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Ja, eine Honda MSX 125. Das hört sich nicht gesund an. Zieht euch mal die Felge rein. Was ist da passiert? Haben die da Säure drauf gekippt? Siehst du das? Guck mal, das blättert ab. Vielleicht wegen der Meerluft. Wir bringen uns noch ins Grab mit den Scheißteilen. So, kurzer Soundcheck. Ja, hört sich gar nicht so geil an. Die Bremse ist echt nicht gut. Ja, war das eine Vollbremsung? Ja. Was? Oh, 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 oh. Oh, wir waren auf der falschen Seite, Alter. Fast schon Unfall gebaut. Komm, lass schnell rüber. Maurice! Nein, ich wurde zurückgelassen. Scheiße! Thai Smile Massage. Highest Quality Cannabis. Cannabis? Darf man hier etwa Cannabis rauchen? Boah, Digga, lass mal hier anhalten. Alter, Junge. Diese kleinen Fischerbötchen dann mit den Hügeln im Hintergrund, dem blauen Meer. Das ist verrückt, dass das Wasser hier wirklich so blau ist. Hey, was ist das denn da? Guck mal, da ist ein Elefant. Das ist sogar ein Baby-Elefant. Krass. Oh, er hat gekackt. Junge, was kommen da für Backsteine raus? Oh, shit. Boah, boah, jetzt drückt der aber richtig. Alter, hin. Der scheißt alles weg. Also, ich weiß nicht, ob der das gerne macht. Das ist halt die Frage, ne? Wenn die ganzen Touris hier nicht sind, wird er dann ausgepeitscht oder so. Who knows? Dass der das macht, was man will. Ja, genau. Das kann gut sein, ne? Woher kennst du jetzt Celine, die wir jetzt abholen? Ich kenne die gar nicht. Hast du sie gematcht oder was? Nee, auch nicht. Kurz auf Insta habe ich ihre Nummer geklärt und dann habe ich sie jetzt geklärt. Ihr habt euch connected, wie ein WLAN-Router so. Alter, so. Tschö, tschö, psch. Bonjour, Madame. Hi, Maurice. Du bist die Celine? Ja. Und du willst dir ein Motorrad mieten? Ich miete mir ein Motorrad, ja. Mal gucken. Auch so was Krasses wie wir fahren oder ist dir das ein bisschen zu schnell? Nee, mal gucken. Ich würde auch so ein kleines Teil nehmen. Dann machen wir zu dritt hier richtig Trouble. Wir machen illegale Straßenrennen. Das sieht mega aus. Attraktiv. Total. Also du musst dich gleich auf jeden Fall gut festhalten, weil das Ding hat halt schon Leistung, ne? Okay. Ich glaube, wir haben hier 11 oder 12 PS am Start. Ja. Wenn ich den Hahn da voll aufreiße, da ist dann Polen offen. Okay. Ich habe sogar Handschuhe mit. Echt jetzt? Krass, oder? Hast du ja, an? Das ist natürlich gut. Ja. Aber du musst dir keine Sorgen machen, heute legen wir uns wahrscheinlich nicht hin. Sehr gut. Ich feiere das so sehr, dass die hier vorne immer so... Ja, das habe ich auch schon zu meiner Mom gesagt, das ist so nice. Oder so richtige Vierecke für Motorräder, damit man schnell an der Ampel vorpreschen kann. Einfach mal in Deutschland geben. Ey, ich würde dafür Geld bezahlen. Ja, ich auch. Du fährst auch Motorrad, ne? Ja, genau. Was fährst du? Eine Honda CBR 650R. Das ist ja schon ganz schön schnell, ne? Ja, die ist gedrosselt. Auf 48 PS? Genau, aber geht trotzdem gut ab. Was schafft die so Spitze? Spitze so 190. 190? Ja. Also so rein hypothetisch, wenn das jetzt unser erstes Date wäre, wie würdest du es einstufen? Skala 1 bis 10 auf der Romantik-Kites? Skala? Eine 11 von 10. Eine 11 von 10. Eine Aussicht auf jeden Fall. Also man könnte sagen, die Katze ist im Sack. Ja. Also wenn du ein Bike siehst, was du geil findest, dann machst du einfach... Kurze Probe. Sehr gut. Die überholen hier, wo die wollen. Guck mal. Der packt des Todes ab. Das ist so eine Kawasaki. Check mal, ob die hier ein Bike für Celine haben. Du hast auch so Sommersprossen, ne? Ja. Genau wie ich. Sympathisch. Ja klar, guck mal. Lass mal den Mann da ran, ne? So, zack. Bitteschön. Ja, bis jetzt erster Eindruck sehr sympathisch. Yes, sir. Hello. How are you? I'm good. Now, you too, man? Ah, ja. Can I rent this guy? Oh, because this is little bit... this problem little bit. Ach du Scheiße. Oh Gott, zieht euch das mal rein. That's good bike. Good bike. Good break. Good bike. Celine, erster Anlauf nicht erfolgreich, aber wir geben nicht auf. Wir machen weiter. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Richtig. Du bist ganz schön groß, ne? Ja. Aber? 1,92. Uha, das ist riesig. Findest du große Männer attraktiv? Ja. Sehr gut. 4 Day, yeah? You want 4 Day? This one. I go, I fix it 1 hour. I think we look.
in the other street and then come back later. Okay? Ah, okay. Also ohne Scheiß, ich würde da nicht für 1000 Euro draufsteigen. Bei dem Bike mit der Bremse? Nee. Da ist doch irgendwas faul. One hour, I fix it. Roller. Oh, oh, oh. 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 Also wenn du die bekommst, bin ich echt neidisch. Die hat einfach ein FMF dran. Is available? Zieht euch das rein. Honda CRF 300L, einfach mit FMF-Komplettanlage. Ob das eine originale FMF-Anlage ist, weiß ich nicht, aber sieht auf jeden Fall sick aus. Wenn du die gleich anmachst, die wird bom, schön scheppern. Ja, gut. Wie mache ich die hier rum? Das machst du so. Bist du bereit, Ski zu fahren? Ich bin bereit. Was würdest du dir denken, wenn du so im Thailand-Urlaub bist und du siehst so ein Mädel auf so einer CRF? Heiraten. Direkt ran. Oh, Junge! Oh, Alter, geisteskrank! Junge! Was ist mit dir? Hey, ich wäre fast in sie reingefahren. Ja! Legit! Boah, Digga, Junge, was? Alter! Was passiert denn jetzt hier? Was war denn das für eine Scheiße? Junge, hat mich einfach geschnitten, der Celine, soll ich dein Motorrad zur Tankstelle fahren? Willst du? Ja. Bist du bereit für das wahre Motorrad? Aber ey, Celine, pass bitte auf, die hat wirklich viel Leistung. Er sieht mich schon, gespottet, denkt sich so, geiles Bike, Digga. Can you make it full? Yes. Jetzt zieht euch das mal rein. Wie geil ist das bitte? Man fährt zur Tankstelle und fragt er so, hey, was hättest du denn gerne für einen Sprit? Und er tankt das Motorrad einfach für einen voll, kommt gleich mit dem Kartenlesegerät, man bezahlt, man fährt. Er denkt sich nur so, was laberst du? Celine. David. Also du weißt ja, Maurice und ich, wir sind Flirtkünstler. Sagst du ja, eine nach der anderen. Oh, warte, du hast so einen Fussel. War ja richtig lang. Kennst du das, wenn man so einen Mitesser ausdrückt und da so eine richtig lange Wurst rauskommt und du denkst dir so, wie lang wird die noch? Ja. Den schenke ich dir. Danke. Gerne. Wünsche was. Okay. Nicht sagen. Ja. Hast du dir was gewünscht? Also Celine, ich weiß, wir kennen uns noch nicht sehr lang, aber ich habe dich gesehen. Du standest da vorm Hotel. Du hast mich direkt angelächelt. Und dann, als du dich für die Enduro entschieden hast mit FMF, da wusste ich, das ist sie. Das ist die Frau fürs Leben. Möchtest du heute mich, David Bost, auf eine Motorradtour begleiten? Ich begleite dich, David Bost, auf eine Motorradtour. Gerade richtig Herzflattern. Ja, ich auch. Ich bin verbunden. Wir fahren jetzt mal los, weil sonst sind meine Gedanken nur noch bei dir. Ich muss ja jetzt Frauen klären. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Nein, ich helfe dir sogar dabei. Das ist die wahre Ehrenfrau. Das ist die wahre Ehrenfrau. Komm, hau mal ein Wheelie raus jetzt hier. Wir gucken dir zu. Maurice macht jetzt ein Wheelie. Wir müssen ihn ein bisschen anfeuern. Maurice. Alter, geil. Du machst jetzt auch mal einen, komm. Ich soll ein Wheelie machen? Ja, ich will jetzt ein Wheelie von dir sehen. Und los. Komm. Verdammt! Oh, Junge, der war so lang! Der war so lang! Der war aber wenn der nicht geil war, dann weiß ich auch nicht. Bewertung? Das war eine 11 von 10. Eine 11? Ich hab einfach mehr Ausdauer als Maurice, weißt du? Das ist in meiner DNA. Vielen Dank, Celine. Maurice, bist du bereit, Frauen zu klären in Thailand? Du willst Frauen klären? Wir. Hier, in Thailand? Ja. Sie verstehen, glaube ich, die Pointe nicht von den dummen Anmachsprüchen, die du auf Lager hast. Das werden wir heraus... Sie. Sie ist Russin. Sie kann safe kein Englisch. Oh, hier ist Polizei oder so. Echt jetzt? Nee. Oh, Scheiße, ich habe gerade voll aufgesetzt mit der Karre. Ach du Scheiße, David. Ach du Scheiße. Ich spreche sie jetzt an. Sorry? The way to the beach? You know the way to the beach? Beach. Yeah, I tried to go to the beach. How much? Huh? How much? Beach. The beach. Yeah. You know the way to the beach? How much? How much? You want to go to the beach? Yeah. Yeah, come on. Hop on. What's your name? I'm David. Nice to meet you, Vika.
Ich nehme sie jetzt einfach mal mit. Where are you from? Russian. Ah, I'm from Germany. You are here for holidays? Yes. For how long you stay? First day. First day? Yeah. Welcome to Phuket. Yeah. Here is good? Oh, thank you very much. Do you have WhatsApp? 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 Oder phone number? Okay. Yes? This telephone number. Yes. Thank you so much. Enjoy your stay in Phuket. Thank you very much. Vika, right? Yeah, my English is very bad. Huh? You're right. I write you. Yes. Bye bye. Die Vika, die kann zwar kein Englisch, aber die Chemie war da. Waren auf einer Wellenlänge.